Jo, moin und willkommen zur nächsten Folge des Gwent 1x1. Ja, letzte Woche haben wir uns Bronzekarten angeguckt, die für den Arena-Modus relativ gut sein können. Ich mache das jetzt hier einfach mal in der Deckschmiede. Ich habe hier schon den Filter eingestellt auf alle Silberkarten, die es gibt. Und da möchte ich jetzt einfach mal so ein paar mit euch durchgehen. Und ja, meiner Meinung nach, also die meiner Meinung nach gute Karten sind. Ich scroll einfach mal ganz kurz runter. Und zwar, das ist hier. Plötze ist eigentlich eine meiner Meinung nach sehr gute Karte. Ich habe jetzt hier nur die standardmäßigen Karten eingestellt, damit der Ton nicht irgendwie stört oder sowas von den Premium-Karten. Plötze habe ich als Premium-Karte. Das ist einfach nur eine Stärke 4 Silberkarte, die dann aufs Spielfeld kommt, wenn wir eine Goldkarte spielen. Wollen wir dann im Deck haben im Arena-Modus und dann sind halt zusätzlich 4 Punkte, was ziemlich cool sein kann und man kann Plötze ja natürlich auch mehrmals zur Auswahl haben. Ich hatte jetzt einmal ein Spiel schon, das war glaube ich auch in einem Video, dass einer eine Goldkarte gespielt hat und zwei Plötze aufs Feld kamen. Das ist schon ziemlich ganz cool. Also 4 Punkte zusätzlich ist eigentlich gar nicht mal verkehrt. Was dann gute Karten sind, das sind jetzt ungefähr ähnliche Karten. Das sind halt die Magier der jeweiligen Fraktion. Also hier Detmold, Grimmest, Aida, Emian, Venhemmer zum Beispiel oder auch hier Abaya. Die sind halt alle ganz gut, weil sie blauen Himmel drin haben, also einen Wetterclear. Manche haben auch Alzos Donner drin, hier Aida zum Beispiel. Der Detmold hat auch Alzos Donner drin. Hier beim Grimmest wäre entsetzliche Schreien auch was Gutes. Oder aber auch hier der Würger. Würger ist auch ziemlich gut. Oder das bei Abaya hier das Krabbspinngift. Das sind halt alles so Fähigkeiten, die erstens natürlich Gefahren entfernen und dann halt Schaden zufügen. Sagen wir mal, Detmold, Aida sind halt, ja, wenn man die neuen Schaden anbringt, sind es halt 13. Bei Abaya wären es insgesamt 16, wenn man das so hinkriegt. Bei Venhemmer wären es auch 16. Bei Grimmest muss man gucken, wenn man entsetzlichen Schrei spielt, dass man dann halt wirklich eine ja, schwache Karte so gesehen zerstört und den Elva Bären aufs Feld bringen, das kann auch ganz gut sein. Das sind halt die Fraktionsmagier, will ich sie nennen, die ziemlich gut sind auf jeden Fall. Des Weiteren, scroll ich mal ganz kurz ein bisschen hoch, hier Fürst Stannis, dann spiele die oberste Bronze- oder Silbereinheit aus dem Deck aus. Kann auch ganz gut sein. Ja, kommt natürlich darauf an, was man aufs Spielfeld bringt, aber generell ist es eine gute Karte. Was noch auch, ja, meiner Meinung nach ganz gut ist, hier ist ein Osril. Verzehrt die stärkste oder verzehrt die Bon verzehrt eine Bronze- oder Silbereinheit aus einem der Friedhöfe, nimmt man natürlich die stärkste und verbessert sich dann darum. Das kann auch ordentlich was an Punkten sein, auf jeden Fall. Ja, was dann halt auch gut sein kann, ist hier so ein Hacker, der Schaden für jede Karte auf der Hand verursacht. Das kann auch ordentlich was an Punkten sein. So generell sind halt alles gute Karten. So was meiner Meinung nach so ein bisschen, ja, mittelmäßig ist, was die Einheiten betrifft, jetzt erstmal, ist sowas wie Fynthia, finde ich. Kann natürlich auch sehr viel Punkte sein, aber kann natürlich auch ein bisschen nach hinten losgehen. Wenn man dann, was Carryover betrifft, wieder guckt, dann sind natürlich hier Olgierd und Morgwak sehr gute Karten. Die sollte man, wenn sie zur Auswahl stehen, eigentlich meiner Meinung nach direkt nehmen. Sind sehr gute Karten. Was ein guter Finisher ist, ist Goliath mit einer Stärke von 10, verbessert die Einheit dann um 7, also 17. Ist halt ganz gut, wenn man den relativ zu Ende spielt, dass er ja keinen Schaden bekommt, weil er sich dann selber um 2 schädigt. Wenn wir dann wieder nach ganz oben gucken, hier zu den Sonderkarten, was da gut ist, sind klar hier die Runensteine, die 5 der jeweiligen Fraktion. Da kann man eigentlich nicht viel mit falsch machen, sage ich mal. Dann sowas, um Karten aus dem Deck zu ziehen hier. Also das Doppelspiel kann gut sein. Bei Marschbefehle muss man so ein bisschen aufpassen, was die schwächste Einheit im Deck ist. Das kann auch mal schlecht werden. Ich hatte Marschbefehle mal im Deck und meine schwächste Karte war Kriegstänzerin. Ja, das ist halt nicht so optimal. Sowas wie Geschenk der Natur, um eine Bronze- oder Silber-Sonderkarte aus dem Deck auszuspielen oder das Monsternest, um dann eine der ganzen Einheiten hier zu generieren, ist gar nicht verkehrt. Also, da sind halt schon ganz gute Karten dabei. Oder auch hier sowas wie die Garnison zum Beispiel. Man erschafft eine Bronze- oder Silbereinheit aus dem Startdeck des Gegners und verbessert sie um 2. Ist halt eigentlich sowas, was ganz in Ordnung ist, sage ich mal. Oder was Carryover anbetrifft, hier nochmal so ein Japen-Zigrin.
8er Stärke, 8 Carryover. Wenn er dagegen nichts hat, der Gegner, ist das ziemlich gut. Und für lange Runde so ein Durchschuss-Dirt natürlich auch ziemlich stark. Ja, das sind so ein paar Beispiele, die ich eigentlich relativ stark finde, wenn man dann so die, ja, Durchschnittskarten, kann man sie ja eigentlich bezeichnen, sich anguckt. Und dann ist es halt zum Beispiel hier weiter unten so ein Ronvid der Sture, sind so halt 11 Punkte und hat auch leichten Carryover, aber sind halt 11 Punkte, das ist ganz stark. Oder hier sowas wie ein Kaiser Manticore ist halt nicht das Beste, sage ich mal, aber sind halt Karten, die man gut noch nehmen kann, wenn schlechtere Karten zur Auswahl sind. Der Wächter, ja, ist auch in Ordnung zum Beispiel. Alles, was hier so eine hohe Stärke hat, kann benutzt werden, wenn man dann weiter runter scrollt. Toruvil zum Beispiel ist eigentlich auch recht gut. Wenn wir uns dann nochmal die Sonderkarten angucken. Ja, sowas wie ein Verbrennen, das ist halt mittelmäßig, sage ich mal. Oder weiße Kälte, weil viele auch einfach Wetterclears haben. Da kann das halt schon mal nicht ganz so stark sein. Das sind halt so ein paar Karten, die ich nicht so stark finde. Was jetzt meiner Meinung nach relativ schlecht ist, ist zum Beispiel ein Pauli Dahlberg. Ein Bronze-Zwerg auferstehen, der keine Unterstützungseinheit ist. Da muss man halt gucken, dass man wirklich Zwerge hat, weil sonst ist die Karte halt nicht sehr wirklich gut. Was auch nicht wirklich gut ist, sind hier eigentlich Lambert, Eskil, wo ist Wesemir? Ja, Wesemir auf jeden Fall. Hier, Wesemir. Oder auch hier die Flüsterin, Weberin und die Brauerin, also die Mumm und die Witcher, die Silberwitcher, das sind halt so Karten. Ja, die würde ich nicht picken. Das ist eigentlich einfach zu viel Risiko, weil alleine Wesemir 7 Punkte, wow. Eine Brauerin 8 Punkte, wow. Wenn man dann kaiserlicher Manticore, Kaiser Manticore nimmt, das sind halt 15. 5 Punkte Unterschied, sind 13 Punkte zu der Brauerin jetzt. Das ist halt schon besser, als wenn man hier auf das Risiko geht, die Mumm oder die Witcher zu spielen. Wenn man die Flüsterin, die Weberin dann nicht bekommt, ja gut, eine 8er Silberkarte ist nicht stark. Ganz einfach. Ähnlich ist es halt bei den Witchern. Oder Eliren zum Beispiel, ja, man braucht halt 5 Elfen mindestens. Es ist halt, ich sag mal, relativ schwer, 5 Elfen in dem Arena-Modus zu bekommen. Das ist halt nicht so wirklich stark. Was auch nicht stark ist, hier Hubert Reeg entzieht alle Verbesserungen von Einheiten in dem Deck. In den normalen Spielen mit Foltes, in Decks mit 40 Karten, ist das natürlich eine super Karte, weil er viel Stärke hat, aber im Arena-Modus kannst du den halt knicken, weil du deine Karten im Deck nicht verbesserst. Es bringt halt nicht viel, dann den Hubert Drake zu picken. Oder ich suche ihn gerade. Ihr Vincent zerstört die Rüstung aller Einheiten. Ja, und verbessert sich dann um die Hälfte der zerstörten Rüstung. Kann auch gut sein, klar, aber in meisten Fällen ist das halt einfach nicht wirklich stark. Was auch nicht stark ist, ist hier genau daneben Henry Wa'atre, verbergt eine beliebige Anzahl von Einheiten. Das ist halt in Nilfgaard-Reveal-Decks in einem normalen Spiel gut. Aber im Arena-Modus kannst du das halt auch eigentlich in die Tonne treten. Das willst du nicht spielen. Oder eine andere Karte ist hier die Trollin aus Verden. Eine Bronze-Einheit mit Todeswunsch aus dem Deck ausspielen, verzehren und dann wird halt der Todeswunsch ausgelöst. Ja. Gut, würde ich auch zum Beispiel nicht spielen, weil ich einfach das Risiko ist einfach zu groß, dass man keine Todeswunschkarte zieht. Also ich denke mal, ihr könnt verstehen, was ich meine. Was ich einfach jetzt mal klar raussage zu empfehlen von den Sonderkarten sind die Runensteine. Hier Geschenk der Natur, Monsternest zum Beispiel. Was auch viel bringt, ist das verdorbene Ale eigentlich. Das sind halt so ein paar Karten, ja, die ich eigentlich empfehlen könnte. Und ja, ich hoffe, ich habe euch das so ein bisschen klar gemacht bei den Silberkarten, welche ihr picken könnt, welche ihr auswählen könnt, welche oder von welchen ihr eher die Finger lassen solltet. Ganz einfach ist eher gesagt, Value top, Engine flop. Also so kann man es eigentlich sagen. Also viel auf die wahren Punkte achten und nicht auf die Mechanik, die dahinter stehen, um dann viele Punkte zu generieren. Ist halt bei den Silberkarten
Genauso wie bei den Bronzekarten und bei den Goldkarten ist es eigentlich auch nicht viel anders. Ja, das soll es jetzt eigentlich für das Video gewesen sein. Ich hoffe, ich konnte das so ein bisschen verdeutlichen, worauf man achten sollte. Und ja, dann hoffe ich, es hat euch gefallen. Wenn ja, freue ich mich auf einen Daumen nach oben. Wenn ihr keine weiteren Videos mehr verpassen wollt, könnt ihr auch gerne ein Abo dalassen. Und dann wünsche ich euch noch viel Spaß im Arena-Modus und dann sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut, haut rein und ciao.